Sei herzlich gegrüßt, lieber Anjana. Im Landkreis Emsland, in der Gemeinde Hüven, befindet sich ein kleines, aber im Original erhaltenes Großsteingrab. Auf dem Weg dorthin bitte von der Ledener Straße L65 ganz rechts abbiegen. Nach etwa 20 Metern befindet sich das Steingrab auf der rechten Seite. Das Grab liegt auf einem Hügel von 16 x 22 Metern. Auch dieser Dolm mit der Sprockhoffnummer 17b liegt in einem Waldstück. Die innere Kammer ist komplett zugeschüttet oder versandet, sodass Aufnahmen aus dem Inneren der Kammer nicht möglich waren. Auf der Informationstafel befindet sich ein Bericht zum Aufbau dieser Anlage. Darauf steht, dass das Großsteingrab aus einer Grabkammer besteht, die aus mächtigen Findlingen errichtet worden ist. Die Tragsteine sind aufrecht in einem Fundamentgraben eingesetzt. Um die Außenseite wurde eine feste Felssteinpackung gelegt. Dafür ist eine Böschung aus Sand und Erde bis in die Höhe der Oberkante der Träger geschichtet. Über die Außenböschung wurden die Decksteine auf das offene Rechteck der Kammerwand geschoben. Die Last eines Decksteins wurde durch je einen Trägerfindling an der Längsseite der Grabkammer aufgefangen. Die Lücken zwischen den Wandsteinen füllte ein Trockenmauerwerk aus kleinen Felssteinen, sodass eine dichte und innen glatte Kammerwand entstand. Den Boden der Grabkammer bildet ein Pflaster von kleineren Felssteinen. Darauf liegt normalerweise eine mehrschichtige Steingrußfüllung aus Granitgruß in einem Durchmesser von 40 bis 60 cm, die mit dem Keramikmaterial der Kammer durchsetzt ist. Die Öffnung als Zutritt zur Kammer ist in der Regel an einer südlichen Längsseite. Manchmal wird der Eingang durch einen aus Findlingen gebildeten Gang markiert. Dieser Typ von Steingräbern wird Ganggrab genannt. Der Eingang kann durch einen gespalteten Findling als Tür verschlossen werden. Bei diesem Grabhöven Süd beträgt der Innenraum der Kammer von 5 x 2 Metern. Die 8 Trägersteine sind alle vorhanden und liegen situ. Die Decksteine ebenfalls. Und genau auf diese Decksteine legte ich mich nun und genoss den Blick in die Bäume und den Himmel. Es ist einfach herrlich, diese Ruhe zu genießen. Ich hoffe, das tust du bis zu meinem nächsten Beitrag auch. Bis dahin, deine Ani.